Deutschlandfunk, Sternzeit. 2. September. Die Challenger und der Tod der Weltraumlehrerin. Ende Januar 1986 verunglückte die US-Raumfähre Challenger kurz nach dem Start. Die siebenköpfige Besatzung kam ums Leben. Dazu gehörte die Lehrerin Christa McAuliffe. Vor 75 Jahren kam sie in Boston als Sharon Christa Corrigan zur Welt. Nach ihrem Studium unterrichtete sie Geschichte und Englisch an einer Schule in New Hampshire. Später bewarb sich Christa McAuliffe, wie sie nach ihrer Hochzeit hieß, beim Lehrer im Weltraumprogramm der NASA. Es sollte auch normalen Menschen eine Reise ins All ermöglichen und so das abflauende Interesse der Öffentlichkeit an den Space Shuttle-Flügen wieder steigern. Christa McAuliffe wurde aus mehr als 10.000 Kandidatinnen als Lehrerin im All ausgewählt. Doch ihr Flug zeigte auf tragische Weise, dass astronautische Raumfahrt niemals Routine ist. Nach dieser Katastrophe haben die Hinterbliebenen der Shuttle-Besatzung gemeinsam mit NASA-Vertretern die Challenger Center gegründet. In gut 30 dieser Einrichtungen machen sich Lehrer und Schüler mit dem Weltraum vertraut. Sie experimentieren und spielen eigene Forschungsmissionen durch. Der simulierte Flug ins All dient pro Jahr mehr als 10.000 Lehrkräften und weit über 100.000 Schülerinnen und Schülern als Anreiz, um sich mit Themen aus den Bereichen Naturwissenschaft, Mathematik und Technik zu beschäftigen. Dies alles geschieht ganz im Sinne von Christa McAuliffe, deren Traum es war, die Faszination für den Weltraum ins Klassenzimmer zu bringen.